Hallo, mein Name ist Isaac Asimov. Ich wurde 1920 geboren und wenn diese Botschaft Sie erreicht, werde ich schon seit vielen Jahren tot sein. Aber ich spreche hier selbst zu Ihnen. Haben Sie schon mal von mir gehört? Man bezeichnet mich oft als den Vater der Roboter, manchmal auch als einen der Big Three der Science Fiction. Science Fiction wird von den meisten Laien auf diesem Gebiet mit Comicheften und Horrorfilmen gleichgesetzt. Und das ist wirklich schade. Wenn Sie die Geschichte des Genres betrachten, sehen Sie, dass Science Fiction ein noch junger Bereich der Literatur ist, entstanden in den letzten beiden Jahrhunderten. Aber sie erfüllt dieselben Bedürfnisse, wie dies tausende von Jahren lang den Mythen und Legenden der Antike zukam. Das Bedürfnis, kollektive Erzählungen zu pflegen, die Sehnsucht nach Wundern und der Wunsch, die Geheimnisse der Welt zu entschlüsseln. Sie, die Menschen des 21. Jahrhunderts, die Menschen von morgen, standen immer im Mittelpunkt meiner Arbeit. Ich habe jeden Tag geschrieben und mir vorgestellt, wie es ihnen wohl ergeht. Und wenn ich die Zeit überdauern wollte, um ihnen diese Botschaft zu überbringen, dann, weil ich überzeugt davon bin, dass Science Fiction der Menschheit helfen kann. Science Fiction beinhaltet Kräfte, die für das Überleben der Menschheit wichtiger sind denn je. Ich wollte diese Überzeugung den Menschen meiner Zeit nahebringen, aber trotz der vielen Mikrofone und Kameras, die sie auf mich richteten, bin ich nicht sicher, ob sie schon bereit waren, sie zu hören. Nur Sie, die Menschen der Zukunft, können das beurteilen. Welcome to Midday, and believe me, this is as much a treat for me as I hope it will be for you. When I sit down and talk to Isaac Asimov, I am in a place called awe. I am in truly in awe. Many people know of Isaac Asimov as one of, if not the greatest science fiction writer of all time. He's primarily recognized as the, I think, the high priest or master of science fiction. His sci-fi adventures have at times been so accurate. And foretold later events so well that a lot of people think he can predict the future. He is beyond that, an enormously popular and brilliant scientist who has the ability to explain complicated things in very clear and concise terms. Those calculations come from a man who is famous for thinking globally and rationally. Tonight he tells us why we all must follow suit if we want to survive and why we can't wait for the year 2000 AD to start. Dr. Asimov, what is it that draws readers to science fiction? My own feeling is that science fiction is the relevant literary form for today. Of all the different types of fiction, science fiction is the only one which takes as its basic assumption that societies are going to change and which sets its stories against a fundamentally different society, is something with great differences in it. Whether it's time travel, whether it's overcrowdedness, whether it's space travel, whatever, it's not the present society. Future history. Die Geschichte der Zukunft. Als solche beschreibe ich mein Gesamtwerk. Einige der Stories erzählen die Evolution der Gesellschaften im Laufe von Tausenden von Jahren, etwa die Foundation-Trilogie. Wahrscheinlich das meiner Bücher, das den größten Eindruck hinterlassen hat. Ich habe es mit 20 geschrieben. Es hatte einen gewissen Einfluss auf eine Saga, die 30 Jahre später ein echter Hit wurde. Der erste Teil spielt in einer Zeit, in der die Menschheit bereits auf neuen Planeten lebt. Er schildert den Verfall des galaktischen Imperiums. Dazu inspiriert hat mich Edward Gibbons' Verfall und Untergang des römischen Imperiums. Die für mich faszinierendste Story ist die unserer Welt und unserer Geschichtsbücher. Es erstaunt Sie vielleicht, dass ich das als Science-Fiction-Autor sage, aber als Wissenschaftler glaube ich, dass es zwar keine Grenzen der Realität gibt, dass unsere Vorstellungskraft aber auf dem basiert, was wirklich passiert ist. Um das etwas genauer zu erklären, lassen Sie mich kurz auf mein eigenes Leben zurückblicken, um Ihnen zu zeigen, wie ich die Geschichte für mich entdeckt habe.
Ich kam 1920 in Russland zur Welt. Meine Eltern wanderten in die USA aus und kamen 3 Jahre später hier an. Wären sie in Russland geblieben, wer weiß, was mit uns geschehen wäre, in den noch dunklen Tagen der Tyrannei Stalins, im Zweiten Weltkrieg und während der Besetzung durch die Nazis. Mein Vater stammte aus einer einigermaßen begüterten Kaufmannsfamilie, aber in die USA kam er ohne einen Penny in der Tasche. Nach 3 Jahren hatte er genügend Geld für die Anzahlung eines kleinen Süßwarenladens gespart. Dieser Laden sicherte unsere Zukunft und vermittelte mir die ersten Freuden als Science-Fiction-Leser. Darauf komme ich später zurück. Als mir klar wurde, dass meine Eltern noch nicht Englisch lesen konnten, brachte ich es mir selbst bei. Ich eignete mir alle Wörter an, die ich auf Schildern las und in den Büchern aus der Stadtteilbibliothek. Ich las wie besessen alles, was mir in die Finger kam. Dank meines effizienten Gedächtnisses, von dem ich wirklich nicht weiß, wem ich es zu verdanken habe, häufte ich ungeheures Wissen an. Ich las die Ilias ein ums andere Mal, bis ich sie auswendig kannte. Und so war ich schon als Junge von Geschichte fasziniert. Ich entdeckte das Byzantinische Reich und die griechische Zivilisation. Ich las mehrmals eine Weltgeschichte, verfasst von einem französischen Historiker des 19. Jahrhunderts namens Victor Duruy. Und obwohl mich mein Studium in eine Laufbahn als Chemiker führte, blieb mein Interesse für Geschichte erhalten. Dank meiner Lektüre erkannte ich irgendwann, dass sich in der Geschichte der Menschheit bei genauerer Betrachtung jede große Veränderung auf einen technischen Fortschritt zurückführen lässt. Bedenken Sie, welche Veränderungen im Alltag etwa die Landwirtschaft mit sich brachte. Oder die Erfindung des Buchdrucks. Oder des Schießpulvers. Oder des Kompasses. Tatsächlich geht jede entscheidende Veränderung in der Menschheitsgeschichte auf einen wissenschaftlichen oder technischen Fortschritt zurück. Früher konnte man davon ausgehen, dass das eigene Leben dem der Eltern glich oder auch mehr oder weniger dem der Großeltern. Ich würde sagen, seit der industriellen Revolution können wir uns darauf nicht mehr verlassen, weil sich alles so schnell verändert. Und genau in dem Moment, als die Veränderungen immer schneller kamen, wurde die Science Fiction geboren. Is there a correlation in your mind between the use of robotic and your social literature? You speak of social science fiction often. Well, my own definition of science fiction, sir, is that science fiction is that branch of literature which deals with the response of human beings to changes. Unsere Reaktion auf wissenschaftliche Fortschritte schwankte schon immer zwischen Anziehung und Ablehnung. Und die Geschichte der Science Fiction bezeugt dies. Denken Sie nur an Frankenstein. Das Buch gilt als das erste Werk moderner Science Fiction und wurde 1818 veröffentlicht. Wenige Jahre zuvor hatte der italienische Anatom Luigi Galvani entdeckt, dass die Muskeln abgetrennter Froschschenkel wild zappeln, wenn man elektrische Spannung anlegt. Und wenn nun die Elektrizität das Geheimnis allen Lebens war? Das reichte, um sich vorzustellen, dass künstliches Leben mit wissenschaftlichen Methoden erschaffen werden konnte.
In Frankenstein legt das Monster allerdings einen Zorn an den Tag, den das Buch nicht vollständig erklären kann. Es rächt sich an seinem Schöpfer und tötet alle Menschen, die der Wissenschaftler geliebt hatte. Schließlich auch ihn selbst. Diese Geschichte erzählt von einer der Urängste der Menschheit. Den Gefahren der Wissenschaft. Ich nenne das den Frankenstein-Komplex. Diese Idee, die die maßlose Arroganz der Menschheit zeigt, die mit Hilfe gewagter wissenschaftlicher Experimente Gott spielen will, blieb ein zentrales Thema der Science-Fiction-Literatur. Manche Dinge soll der Mensch nicht wissen, wurde immer wieder gepredigt. Im Laufe des 19. Jahrhunderts ließ das tiefe Misstrauen gegenüber der Wissenschaft nach. Die industrielle Revolution breitete sich aus. Der Glaube an den Fortschritt ließ uns annehmen, dass Wissenschaft eine utopische Welt erschaffen kann. Aber diese Vision wurde durch den Ersten Weltkrieg brutal zerstört. Dieses entsetzliche Massaker zeigte nur zu deutlich, wie die Wissenschaft zum Feind der Menschheit werden konnte. Sie ermöglichte uns, neuartige Bomben zu bauen und die Flugzeuge, um diese zu transportieren. Die Wissenschaft in ihrer schlimmsten Ausprägung erlaubte uns auch, giftige Gase über den Schützengräben zu versprühen. So verstehen Sie besser, wie das böse oder bestenfalls verrückte Genie eine zentrale Figur in der Science-Fiction-Literatur nach dem Ersten Weltkrieg wurde. In den 1930er Jahren wurde ich selbst zum leidenschaftlichen Science-Fiction-Leser. Als ich im Laden meines Vaters aushalf, ergänzte ich meine Lesestoffe aus der Bibliothek um billige Pulp-Magazine. Ich liebte diese Groschenhefte über alles. Sie versöhnten mich mit der langweiligen Arbeit, den langen Öffnungszeiten und allem, was mir sonst noch lästig war. Ich las sie sehr behutsam und stellte sie dann scheinbar unberührt wieder ins Regal zum Verkauf. Aber die sich wiederholenden Stories um verrückte Wissenschaftler langweilten mich schnell. Da ich selbst Wissenschaftler werden wollte, wehrte ich mich schon bald gegen diese überzogenen Darstellungen. Dank meiner wissenschaftlichen Ausbildung gehörte ich zu jenen, die das Genre von Grund auf veränderten. Diese Zeit wurde später als das goldene Zeitalter der Science Fiction bezeichnet. Aber erst musste ich noch meinen Verleger John Campbell kennenlernen. Prior to 1938, those who wrote science fiction did not necessarily know much science outside of that which they read in the Sunday supplements. At any rate, Campbell changed all that. And what he wanted were people who would write stories in which the science was realistic. He tended to choose stories by people who are either scientists themselves, who had studied science, or who are at least sufficiently well aware of the scientific culture to be able to speak plausibly in its terms. As a result, a flood of new writers came in. If Robert A. Heinlein and A. E. Van Vogt were par excellence the writers of what we now call, lots of us, the golden age of science fiction, I must mention that a third writer who, from hindsight, would seem to go along with those two is none other than myself, Isaac Asimov. I have never been afflicted with false modesty, or true modesty either, for that matter. And the most remarkable stories of the period did create a world of computers, of trips to outer space, of a science-important culture. As a matter of fact, the
science fictional world of the 1940s was very like, in many respects, the real world of the 1960s, to the point where we are now living in a science fictional world. Im goldenen Zeitalter gewann Science-Fiction plötzlich an Ansehen. Die Atombombe, Raketen, Elektronik, Computer. All diese Grundbestandteile der Science-Fiction wurden Realität. In einer Zeit, in der es immer schneller wissenschaftliche Fortschritte gab, wandten sich die Leser dem Genre geradezu mit Leidenschaft zu und verschlangen die Werke von Arthur C. Clarke, Ray Bradbury, Theodore Sturgeon, Frederick Pohl, Robert A. Heinlein, Alfred Bester, A. E. Van Vogt, Jack Vance, Frank Herbert und vielen anderen. Ich wurde zum Vollzeitautor und seit ich mich ausschließlich dem Schreiben widme, habe ich im Schnitt 13 Bücher pro Jahr geschrieben. Ich bin ein sogenannter produktiver Autor. Ich schreibe Geschichten, die in unserer nahen oder fernen Zukunft spielen. Diese erfinde ich auf der Grundlage meiner wissenschaftlichen Kenntnisse. Ich schreibe oft darüber, dass die Menschen die Erde verlassen und andere Planeten besiedeln. Und über Themen wie neue Energiequellen, neue Wissenschaften, Roboter, künstliche Intelligenz. Ich beschreibe, wie diese Technologien die Gesellschaften verändern und die Konflikte, die sie heraufbeschwören. Ich schreibe von morgens bis tief in die Nacht und unterbreche nur, um zu Bett zu gehen. Das Haus verlasse ich ungern, weil ich an Klaustrophilie leide. Ich halte mich also lieber in geschlossenen Räumen auf. Ich bin überzeugt, dass jeder Schriftsteller seine Neurosen in seinem Werk in vollstem Maße auslebt. Meine Schreibmaschine steht immer so, dass ich während der Arbeit an eine schmucklose, fensterlose Wand blicke. Ich mag die Behaglichkeit meines kleinen Büros. Ich vermisse nichts, denn ich habe ja meine Bibliothek und natürlich die vielen gelesenen Bücher, die perfekt in meinem Gedächtnis gespeichert sind. Ich gebe unumwunden zu, dass mir die Welt draußen Angst macht, ebenso Flugzeuge und Reisen. Warum sollte ich also ein solches Risiko eingehen, wenn ich mithilfe einer einfachen Schreibmaschine in die Zukunft und an die entferntesten Orte des Universums reisen kann? Dr. Asimov, back in 1939, you published a story that dealt with the first flight around the moon and back. Frank Borman and his Apollo 8 crew actually carried this mission out in 1968. You placed the story in 1974. How does a science fiction writer feel when something like that happens? Well, it makes him feel very good. I'm a little annoyed with myself because I was so conservative. You see, I'm 6 years behind. And also, I didn't allow for all the various things we did before then, men in flight, men docking, mid-course corrections. I just had someone get into a ship and go around, one man. And it makes me feel as though I wish I could do it more often. Inwieweit können wir die Zukunft vorhersagen? In Foundation ist mein Held Harry Seldon ein Wissenschaftler, Bürger des Galaktischen Imperiums,
der eine Methode entwickelt hat, um wesentliche Änderungen in der Geschichte der Menschheit vorauszuberechnen. Psychohistorik ist eine Mischung aus Psychologie, Soziologie und Statistik. Harry Seldon versucht herauszufinden, welche Arten von Veränderungen die Gesellschaft beeinflussen und zu welchem Zeitpunkt in der Geschichte die Intervention des Menschen den Lauf der Dinge am wirksamsten beeinflussen kann. Dazu zeichnete er holographische Botschaften auf, die künftige Generationen in Schlüsselmomenten der Geschichte entdecken sollten. Harry Seldon doesn't really create these forces, he merely controls them. He calculates out where a small push might be most efficient at changing. It is as though you imagined a huge stampede of horses running through it, and you might calculate where a sudden fright to the horses might get them to turn in just the right direction to go where you want them to go. Was mich angeht, ich werde vor allem deshalb als Prophet betrachtet, weil ich Roboter in meine Geschichten aufgenommen habe und die Probleme, die sie mit sich bringen. 1939, ich war gerade mal 19, schrieb ich eine Erzählung, die ich Robbie nannte. Die Handlung spielt in der nahen Zukunft. Es geht um ein kleines Mädchen, das sehr an seinem Roboter hängt. Die Eltern beobachten das mit wachsender Sorge. Es ist die erste einer langen Reihe von Geschichten über Roboter. Where have you been? I've beamed and beamed. Sorry, miss, I was giving myself an oil job. And what is it you require this time, Miss Alta? Robbie, I must have a new dress right away. Diese Geschichten waren recht überzeugende Darstellungen zukünftiger Technologie. Die Roboter waren keine Frankensteins oder Metaphern. Sie waren Maschinen. Identify yourself. Robot Model B9, designed and computerized as a mechanized electronic aid for Earth voyagers engaged in astral expeditions. Maschinen, die sehr komplexe künstliche Gehirne benötigten, die in eine Ummantelung passen mussten, die nicht viel größer als ein menschlicher Schädel war. 1940 veröffentlichte ich eine Erzählung mit dem Titel Vernunft. Sie handelt von einem Roboter, der anfängt zu philosophieren, während er das einfache Programm ausführt, für das er ausgelegt ist. Dort erwähnte ich erstmals den Begriff positronische Gehirne. Mir wäre nie eingefallen, diese Gehirne Computer zu nennen, denn Computer waren ja noch nicht erfunden worden. Ich kam dem Ziel näher, als mir klar wurde, dass wir für computerisierte Roboter auch die Kunst und Wissenschaft entwickeln mussten, um mit ihnen umzugehen. Diese Wissenschaft nannte ich Robotik. A robot for industry. And this is it. Die Unimation Incorporation produzierte Ende der 1950er Jahre als erstes Unternehmen Industrieroboter. Der Firmengründer Joseph F. Engelberger begann sich, seinen eigenen Worten zufolge, für Roboter zu interessieren, nachdem er die Erzählungen von Isaac Asimov gelesen hatte, seines ehemaligen Kommilitonen an der Columbia-Universität. Du meine Güte! Damals, ganz zu Anfang, habe ich wirklich keinen besonderen Ehrgeiz in die Ausarbeitung meiner Robotergeschichten gelegt. Ich wollte sie vor allem für ein paar hundert Dollar an Magazine verkaufen, um meine Studiengebühren bezahlen zu können. Aber ohne es zu wissen, stieß ich eine Reihe von Ereignissen an, die die Welt verändern sollten. Meine Kurzgeschichte Herumtreiber handelt von einem Roboter, der auf den Merkur geschickt wird, um Selen zu beschaffen. Allerdings verhält er sich nicht so, wie es von ihm erwartet wird. Damals legte ich erstmals meine drei Grundregeln der Robotik dar. Would you care to hear the three laws of robotics, said to be a most entertaining presentation? Okay, sure. Will you step back, sir, to maximize presentation? Right. Thank you.
law of robotics. A robot may not injure a human being, or through inaction cause a human being to come to harm. Second law. A robot must obey all human orders, except where those orders come in conflict with the first law. Third law. A robot must protect itself so long as doing so does not conflict with the first two laws. Now, these laws are sufficiently ambiguous so that I can write story after story in which something strange happens, in which the robots don't behave properly, in which the robots become positively dangerous, perhaps, through some, not exactly misinterpretation, but through some odd application of the three rules. Meine drei Grundregeln fließen auch in zahlreiche Stories ein, die von anderen in Büchern oder Filmen erzählt werden, sobald eine künstliche Intelligenz ins Spiel kommt. The object in constructing me was to prevent war. This object is attained. I will not permit war. An invariable rule of humanity is that man is his own worst enemy. Under me, this rule will change. I bring you peace. It may be the peace of plenty and content, or the peace of unburied death. The choice is yours. Obey me and live, or disobey and die. Meine Bücher sind weniger Prophezeiungen als mögliche Szenarien für die Geschichte der Menschheit. In meinen Büchern und Erzählungen betrachte ich moralische und ethische Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven. Und zwar nur, um die Gegebenheiten jedes einzelnen Szenarios zu beschreiben. Ich gebe keine Antworten. Ich stelle nur zentrale Fragen in den Raum und alle denkbaren Antworten darauf. Der Leser muss seine persönliche Wahl treffen. Sollten wir beispielsweise unsere Freiheit Maschinen überlassen, die zwar unseren Wohlstand sichern, aber eben auf Kosten dieser Freiheit? Bahnbrechende wissenschaftliche Fortschritte zwingen die Menschheit, die Grenzen dessen zu überdenken, was sie als gerecht und gut betrachtet. Was ist uns mehr wert? Kontrolle und Sicherheit oder Freiheit und Gefahr? In Der vermeidliche Konflikt wählte ich Kontrolle und Sicherheit. Ich beschrieb eine Gesellschaft, in der die Weltwirtschaft von Computern gelenkt wird, um Konflikte zu vermeiden und den Fortbestand der Menschheit zu sichern. Auch wenn das bedeutet, einige ihrer Mitglieder zu opfern. In Das Ende der Ewigkeit wählte ich Freiheit und Gefahr. Hier entscheiden sich die Menschen, dank der Wissenschaft des Zeitreisens, den Kurs der Vergangenheit zu verändern und alle Kriege und Naturkatastrophen zu vermeiden. Dennoch gelingt es ihnen nicht, die dramatischen Auswirkungen in den Griff zu bekommen, die dies auf unsere Spezies hat. What about machines? Will men have created machines that are more efficient at doing jobs like the ones you're outlining by then? Well, we already have. I mean, the various modules and spaceships, all of them, are more efficient than man. If you don't believe me, tie a jet to the feet of a man and send him into space. See if he does as good a job as a spaceship. Our machines beat man in their special. What you're really asking is, can we build a machine that's as good or better than a man in every respect? In creative areas. Yes. And I think that just as soon as we manufacture an artificial or synthetic brain that is as complicated as man's, we will have one that can do everything a man can do. Except have emotions? Or could you imagine a computer with emotions? Sure I can. There is nothing that your brain or my brain or any brain here does that isn't the effect of the various cells and arrangement of cells in the brain. If we have just as many cells arranged just in just as complicated fashion, we can duplicate everything. There's nothing in our brains but atoms and molecules. Cells, switches, arrangements, a physical brain. There's nothing in there but a physical, materialistic object, which we can duplicate given enough time.
I'm not a mystic. I tend to be an old sentimentalist and think there are still some things that humans will do better. But you don't. In Wenn die Sterne verlöschen, werden Computer in späteren Stadien immer höher entwickelt, da jeder Computer seinen eigenen, noch weitaus leistungsstärkeren Nachfolger entwickelt hat, bis der Computer letztendlich, im wahrsten Sinne des Wortes, Gott geworden ist. Von all meinen Erzählungen ist das meine Lieblingsgeschichte. In Der 200-Jährige, eine Story, die dreimal so lang ist wie Wenn die Sterne verlöschen, aber nur zwei Jahrhunderte umfasst, beschrieb ich dagegen in allen Einzelheiten die Schritte, durch die ein Computer zwar nicht Gott, aber zu etwas wurde, das uns noch sehr viel stärker berührt. Ein menschliches Wesen. Der Computer, zunächst nur ein Gehirn in einem Roboter, erwirbt allmählich eine vollkommen menschliche Erscheinung und ganz und gar menschliches Verhalten. Ich hatte immer die Vorstellung, wenn Roboter immer menschlicher werden und die Menschen durch prothetische Hilfsmittel immer näher an Roboter heranrücken, könnten sie sich irgendwo in der Mitte treffen. Wenn wir also eine Art metallenorganische hybride Kreatur haben, können wir an den Punkt gelangen, an dem wir uns fragen, was Roboter von menschlichen Wesen unterscheidet. Und ich habe das Gefühl, die richtige Lösung dieses Problems würde lauten, wen kümmert's? Do you call that progress or? Well, progress is that which allows the human race to live and prosper. Anything which will help cause the human race to die out and kill the earth along with it is not progress by definition. Im Laufe der Geschichte begegneten die Menschen Fortschritt und Wissen stets mit Misstrauen. In meinen Büchern stehen sich oft Menschen gegenüber, die neue Technologien in blindem Vertrauen befürworten und andere, die sie kategorisch ablehnen. Auch wenn wir uns auf die ganz frühen Mythen besinnen, selbst in der Geschichte von Adam und Eva war das große Vergehen, vom Baum der Erkenntnis gegessen zu haben. Die Menschen hatten immer das Gefühl, dass es schlecht ist, mehr wissen zu wollen, als sie sollten. Schließlich bergen alle technischen Hilfsmittel auch Gefahren. Die Entdeckung des Feuers ermöglichte das Kochen, aber auch die Brandstiftung. Die Entdeckung des Kompasses verbesserte die Navigation und zerstörte die präkolumbianischen Zivilisationen. Medizinische Fortschritte haben Millionen von Leben gerettet und die Bevölkerungsexplosion verschärft. Und jetzt haben wir Computer. Werden Computer unsere Arbeit tun und uns für immer dumpf dahindämmern lassen? Oder werden sie uns Aufgaben abnehmen, die Menschen unwürdig sind, sodass wir uns wahrhaft kreativen Aufgaben widmen können? Ich will damit sagen, jede Ära erlebt ihre eigenen bahnbrechenden Fortschritte mit positiven wie gefährlichen Aspekten. If you could have lived at any other totally different time in history, when would that have been? Oh, the tendency is to live in the golden age of Athens, so you can know Greek and hear Aeschylus's plays and Sophocles and Euripides in the original Greek when they're done attending. Opening night. Right. Yeah. The only thing is, you know, the ancient Greek civilization was based on slavery, and a relatively small percentage of the population were true citizens. Most of the people were peasants, slaves, who didn't have much of a chance at education, and I have a feeling. I go back there all set to chew the fat with Socrates, and I find I'm a slave working there on a farm or something. Not a good deal. No. So, and then wherever you go back, you know, you don't have antibiotics. You don't have anesthetics. What if you get appendicitis? Not good. Absolutely not. What if you have a cavity? That's right. Not so good. No, so I'm going to risk... Now is the time. Right, I'm going to risk nuclear war and everything and live now. Going to bomb the city. Just keep your fingers crossed that we're not in the middle of the target. Die Science Fiction der 1950er Jahre unterscheidet sich von der der 70er Jahre. Die Gefährdung der Menschheit ist nicht mehr militärischer Natur.
Es gibt keine Geschichten über interplanetare Invasionen oder wissenschaftliche Kriege zwischen Völkern mit Atombomben mehr. Stattdessen droht eine neue Gefahr. Ökologische Gefahr. Die Welt der Zukunft ist die Welt der Überbevölkerung, die Welt der Umweltverschmutzung, die Welt des Mangels an Ressourcen, die Welt interner Konflikte. The young people of today see that some of the applications of science are destroying the world they're living in. Pollution arises almost entirely from applications of scientific discoveries, from chemical wastes, from automobile exhausts, from radioactivity produced by nuclear reactors, things like that. If they imagine that scientists, in their advances, carelessly produce all sorts of undesirable side effects and wash their hands of it and say it's not their concern, then obviously scientists are the villains of human history, and it is through scientists that human history will come to an end. But this is not so and cannot be so. Wir sind an dem Punkt in der Menschheitsgeschichte angekommen, an dem Fehler so schwerwiegende Folgen haben und unsere Fehlertoleranz so gering ist, dass wir sie nicht mehr selbst beheben können. Um zwischen den uns offenstehenden Wegen in die Zukunft wählen zu können, müssen wir planen. Let's try 500 years from now. What kind of planet do you see? One of two. Depending on what happens by the year 2000. If by the year 2000 we have not solved the problems that face us today, then I would say 500 years we'll see a world containing a technological civilization in ruins, in which there will be a relatively small number of human beings sort of surviving, and with New York City as the most magnificent ruin in the history of the human race. And the other is? If we succeed in solving our problems today, then 500 years now, we can well be living in a kind of utopia, a world with a relatively small population, carefully husbanding their resources, with a working colony on the moon and perhaps on Mars, reaching out to the entire solar system, taking advantage of advances in technology we now can't even imagine, living under conditions which, when they look back on the present, they will be horrified and wonder how we could have survived. Thank you.
Menschheit kann es sich nicht leisten, ihre finanziellen und emotionalen Ressourcen an endlose, sinnlose Auseinandersetzungen zu verschwenden. Es muss ein Gefühl des Globalismus geben, in dem die Welt vereint die echten Probleme angeht, die uns alle gleichermaßen betreffen. Ich glaube an die wissenschaftliche Methode und das Modell der Vernunft, um die Welt zu verstehen. Die Wissenschaft liefert keine absolute Wahrheit. Sie ist ein System, mit dem wir unser Wissen über das Universum abgleichen können und sehen, ob beides zusammenpasst. Die Wissenschaft ist ein Mechanismus, eine Möglichkeit, unser Wissen zu vermehren. Wie gesagt, ich akzeptiere das Klischee des verrückten Wissenschaftlers nicht. Im Gegenteil, ich glaube, dass gerade Wissenschaftler die Gefahren der Wissenschaft am besten verstehen und dass die Menschheit gut daran täte, öfter auf sie zu hören. If the next president asked you to draft his inaugural address and said, Dr. Asimov, make sure I say the one thing you think I must convince the American people that they should pay attention to, what would it be? Well, it would be this, that all the problems that we face now that are really important, that are life and death, are global problems, that they affect all of us alike. The ozone layer, if it disappears, disappears for all of us. Pollution in the ocean, in the atmosphere, in the groundwater is for all of us. The only way we can ameliorate these problems, solve them, prevent them from destroying us is, again, a global solution. We can't expect that anything the United States alone does is going to affect the situation the world over. There's got to be cooperation among the nations of the world. International cooperation is absolutely essential. And in other words, we can't exist as a stable economy and a stable society if around us is turmoil, chaos. Absolutely not. Right now, in many nations, they're just destroying the rainforests because they need the firewood, they need the space for farms. Why should I care about that? Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich hinsichtlich der menschlichen Rasse optimistisch bin. Aber wir sind so dumm und kurzsichtig, dass ich mich frage, ob es uns gelingt, die Welt, die uns umgibt, mit offenen Augen zu sehen, ehe wir uns selbst zerstören. Secondly, when the time comes that robots, machinery in general, is sufficiently intelligent to replace us, I think they should. We have had many cases in the course of human evolution and the vast evolution of life before that, in which one species replaced another because the replacing species was in one way or another more efficient than the species replaced. I don't think that Homo sapiens possesses any divine right to the top rung. If there's something that's better than we are, then let it take the top rung. As a matter of fact, my feeling is that we are doing such a miserable job in preserving the Earth and its life forms that I can't help but feel that the sooner we replace, the better for all other forms of life. But this is what you're talking about earlier, something taken up by Susan Sontag, among others, and that is the idea that the imagination of disaster in science fiction films and all that make us too willing to accept change too readily. We more or less abrogate our feeling about being in control of our futures, and so we just tend to go along with what's given to us. Well, I don't accept that as a proper interpretation of the attitude of science fiction. Science fiction does not simply talk about change as an abstract thing. Every science fiction story describes a certain particular change and decides whether it's for the better or for the worse. Generally, in science fiction stories, the changes described are in one way or another for the worse, or threatened to be for the worse. Not because science fiction writers are essentially pessimistic, not because change is essentially for the worse, but only because this makes for a more dramatic story. So that I think science fiction teaches that there are numerous changes and that mankind, by his actions, can pick and choose among them, and that he should choose one which is for the better and not one which is for the worse. I think that is the proper
interpretation of science fiction attitude. Hat Science Fiction die Welt bereits beeinflusst? Sowohl Jules Verne als auch H.G. Wells haben sehr bekannte Geschichten über Expeditionen zum Mond geschrieben. Sie haben den Weg für Reisen ins Weltall und die Einführung der Atombombe bereitet. Ja, manchmal werden Science-Fiction-Stories wahr. Die Zukunftsforschung ist heute ein bestimmender Faktor in unserem Denken. In der Politik, der Wirtschaft oder in militärischen Angelegenheiten. Und Science-Fiction-Autoren haben die Aufmerksamkeit all derer, die die Zukunft der Welt beeinflussen wollen. Es ist also überheblich, Science-Fiction zu verabscheuen und nur auf die eher kindischen Versionen zu beziehen, die Hollywood produziert. Die Macht von Science-Fiction zu ignorieren, hieße, einen Verbündeten im Kampf gegen unseren Feind zu ignorieren. Den Kult der Unwissenheit und die Verbreitung dessen, was ich als Pseudowissenschaften bezeichne. We've got the cleanest country in the planet right now. There's nobody cleaner than us, and it's getting better and better. Ich glaube nicht, dass es eine einzige unausweichliche Zukunft gibt, die in den Archiven des Himmels in Stein gemeißelt ist und die die Menschheit Sekunde für Sekunde bis in alle Ewigkeit als ihr Schicksal ausleben muss. Ich bin der Meinung, dass es unzählige mögliche Zukünfte gibt. Und wenn wir überleben wollen, ist die Science-Fiction-Einstellung von grundlegender Bedeutung. Der wahre Wert von Science-Fiction beruht auf der Tatsache, dass sie Spekulation zulässt und sie respektabel macht. Der Science-Fiction-Autor hat die Freiheit, die abstrusesten Dinge zu erfinden, für die es noch keinerlei Beweise gibt. Anders als ein Wissenschaftler kann er auch in Richtungen spekulieren, die vielleicht unsinnig wirken. A friend of mine says that science-fiction writers are scouts sent out by mankind to survey the future and to come back and say that way lie quicksands. This looks pretty good if we can get over a hill and so on. We don't predict, not deliberately. Sometimes we hit on something that actually comes to pass. I've done that myself, but that's largely accidental. The main thing we do is just see if we can illuminate the human condition under a particular system of thinking that is supposed we lived in a society other than our own. Now, it's just another version of literature, in other words. Good literature, all of it, is supposed to illuminate the human condition. Wie gesagt, wenn Sie mir zuhören, bin ich schon nicht mehr da. Aber ich verfalle nicht in Selbstmitleid, weil ich keine der möglichen Zukünfte erleben werde.
Wie mein Held Harry Seldon am Ende seines Lebens, sehe auch ich überall um mich herum mein Werk. Und das tröstet mich. Ich weiß, dass ich viele verschiedene mögliche Zukünfte erdacht habe, sie mir vorgestellt und darüber geschrieben habe, als hätte ich sie selbst erlebt. Was ich Ihnen sagen will, Wissenschaft und neue Technologien können, wenn sie gut gesteuert werden, die ernsten Probleme lösen, denen sie heute gegenüberstehen. Sie können die Menschheit auch vernichten. Deshalb haben die jungen Generationen eine wichtige Aufgabe, das Wissen zu erwerben, mit dessen Hilfe sie beeinflussen können, wie diese Technologien genutzt werden. Deshalb ist es uns Science-Fiction-Autoren so wichtig, ihnen dabei zu helfen, in die Zukunft zu blicken. Denn die eine große Frage, auf die wir immer wieder eine Antwort suchen, ist: Wohin gehen wir? Are we going? In der Botschaft, die Sie gerade entdeckt haben, wurde Isaac Asimovs Gesicht mittels künstlicher Intelligenz rekonstruiert und animiert. Die untertitelten Archivaufnahmen mit ihm sind jedoch alle echt. Zwar ermöglichen neue Technologien nunmehr Verstorbene reden zu lassen, doch die Worte im Film stammen alle von Isaac Asimov. Sie wurden zusammengestellt aus Vorträgen, Büchern, Vorworten, Artikeln, Interviews und Briefen aus der Zeit von 1950 bis 1989.